Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Kennen wir den? Ich glaube nicht, nee. Aber irgendwie cool. Auch wenn es im Regen ist. Wir sind unterwegs zur nächsten Cyberpsycho-Attacke, die da unten ist. Schon echt eine viel schönere Gegend hier. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich meine, das letzte war ein bisschen weird mit dieser Hochzeit da. Jetzt gestellt ist, aber irgendwie auch nicht, oder doch? I don't know. Apparently it's a family business that's fallen on hard times. My hunch is the owner's finally snapped, and you know I got a nose for this stuff. Okay. Oh no, jetzt haben wir schon wieder was falsch gemacht. Shit. Also wäre eigentlich vom letzten Mal. Ach shit. Schlechte Nachrichten, kein Happy End für deine Lieblingssendung. Unser Psychostar ist tot. Ich krieg die Details. Echt beschissen, dass du sie nicht retten konntest. Wenn sie es geschafft hätte, die Realität von ihrem TV-Leben... Was? Hallo? Ich kann nicht scrollen. Jetzt. Zu trennen, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, ihr zu helfen. Leider ist sie diesmal nicht nur den Serientod gestorben. Und jetzt zieht ihr das rein. Das war gar keine Hochzeitsfeier, sondern es sollte eine Folge von unserer aller Lieblingssendung Sagan Sisters werden. Achtung Spoiler, der Plan war, die Schwestern gegeneinander auszuspielen. Einer Schwester wurden fehlerhaft Implantate eingebaut und sie wurde in ein Koma versetzt. Nicht durch eine allergische Reaktion, sondern mit Hilfe eines richtigen Gifts. Die andere hat sich in der Zwischenzeit das Gesicht operieren lassen, damit sie wie die Schwester im Koma aussieht und deren Verlobten heiraten kann. Abgefahren, was? Aber dann ist die Komaschwester zu früh aufgewacht und hat vergessen, dass sie in einer TV-Show ist. Alter, wie doof! Ihre neuen Implantate haben ihr gar nicht gefallen, was sie allen bei der Hochzeitsfeier unmissverständlich zu verstehen gab. Die Vorstellung vergisst keiner, der es lebend daraus geschafft hat. Erst hat sie sich die Schwester, dann ihren Ex verloben und schließlich die ganze Fernsehcrew vorgeknüpft. Das Blut spritzte ohne Ende. Maelstromer sind ja schon krank, aber offensichtlich ist nichts abgefuckter als das Showbusiness. Du hast recht, ist eine Reality-TV-Show. Watson War ist nichts dagegen. Jetzt ist, glaube ich, das hier. Da kommt echt viel Lärm aus einer Autowerkstatt. Klang wie eine Reihe von Explosionen. Meine Vermutung, entweder ist das doch ein geschützter... Ist das Dach eingestürzt und jemand ist völlig durchgedreht und zum Cyberpsycho geworden. Nee, wollte ich nicht. Sorry. Ich wollte sie eigentlich entschärfen. Ist sie entschärft? Yes. Hä? Wohl durch schwere Gehirnerschütterung, wahrscheinlich durch improvisierten Sprengstoff. Was reingelaufen? Wir müssen ganz kurz hier noch alle entschärfen, sonst habe ich nämlich ein Problem, wenn ich da reinlaufe. Yeah.
Waffenglitch. Okay, er lebt noch sehr gut. Achtung, tut es nicht. Wenn irgendjemand von euch darüber nachdenkt, diesen Laden zu kaufen, lasst euch das hier eine Warnung sein, Leute. Lasst euch nicht von dem tollen Standard und der Ausstattung blenden, denn nichts davon wird euch gehören, selbst nachdem ihr die Vereinbarung mit dem Konzern unterschrieben habt. Überrascht? Tja, war ich auch. Hätte ich natürlich nicht sein dürfen. Ich hatte es schwarz auf weiß vor mir, aber ich wollte meine Zeit nicht damit verschwenden, irgendeinen komplizierten Vertrag zu lesen, der mehr Wendungen hat als der Apfelroman von dieser Virginia. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, sonst wäre mir aufgefallen, dass der Laden in diesem Jahr schon dreimal den Besitzer gewechselt hat und die Vorbesitzer immer spurlos verschwanden. Anders als ihre Schulden. Was ich damit sagen will, ist, dass hier ich habe alle möglichen Gangs durch die Schutzgeld erpresst oder mich beklaut haben, aber niemand, wirklich niemand, hat mich je so verarscht wie die Anzüge von Zetatec. Deshalb gebe ich ihnen jetzt die Antwort, die sie verdienen. Eine Rohrzange für die Visage und einen Schraubenstock für die Finger. Schön! Was bringt mir das jetzt hier? Er lebt wenigstens noch, den habe ich gerettet, so gesehen. Wahrscheinlich nimmt niemand ab. Wie eigentlich immer. Da drüben ist noch ein PC. Nachrichten. Hey, ich habe eine Unterlassungsanordnung von Zetatec. Die meinen, ich habe einen Aufzug in meinem Laden ohne Lizenz benutzt. Was soll das? Ich habe den ganzen Laden abgekauft für mein ganzes Erspartes. Und jetzt wollen die noch mehr für irgendeine Lizenz? Kannst du mal nachgucken, ob die einen Fehler gemacht haben? Und von wie vielen Eddies reden wir? Das dann. Ich habe für dich Zetatec kontaktiert und es sieht aus, als wäre die Ladenausstattung wirklich nicht im Kaufpreis enthalten gewesen. Du hast das Ladengebäude gekauft. Die Wände, Boden, Decke, sonst nichts. Ich habe auch wegen des Geldes für den Rest gefragt. Aber die können den Preis nicht schätzen, weil der Laden, in dem das Zeug sich befindet, gekauft wurde. Aber ich habe den Laden doch gekauft. Das werde ich wohl noch wissen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen sie ihn dir wieder abkaufen, weil die Preise in dem Gebiet seitdem gefallen sind, musst du mit Verlusten rechnen. Dafür bekommst du ein Rückkaufsvorrecht. Wenn du die Sache beschleunigen willst, können wir ihnen jetzt gleich ein Angebot machen. Da wäre dann alles mit drin, der Laden, die Ausstattung und ein Kredit, der die Differenz abdeckt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass die Ausstattung etwa das Doppelte des ganzen Ladens kostet. Okay, keine Ahnung, dann bringt das mit dem Kredit in Gang, damit ich meine Chance nicht vertue. In der Zwischenzeit denke ich noch darüber nach. Ich meine, was ist ein Laden ohne Ausstattung? Ohne die kann ich ja nicht arbeiten. Okay, Gassen. Alles ist vorbereitet, ich brauche nur noch deine Unterschrift, dann kannst du wieder öffnen. Super, danke für die Hilfe. Ist echt anstrengend, alles selbst zu machen, aber jetzt kann ich endlich wieder an die Arbeit. Wow. Mies. Aber sonst gibt's hier nichts.
Regina was schreiben. Der Besitzer der Werkstatt war völlig durchgedreht. Aber ich habe es geschafft, ihn zu betäuben. Wie die Konzerne hier kleine Geschäfte aufkaufen, da blutet einem echt das Herz. Bevor die Besitzer überhaupt wissen, wie ihnen geschieht, werden sie aus ihren Läden geschmissen und sitzen plötzlich auf riesigen Schuldenbergen. Und dann müssen sie sich von Morgengrauen bis Mitternacht die Finger wund arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Der hier wollte sich offenbar lieber das Leben nehmen, als den einen Ort auf der Welt aufzugeben, der ganz ihm gehörte. Wie schnell aus dem amerikanischen Traum doch der amerikanische Albtraum werden kann. Wo sie recht hat, hat sie recht. Mission abgeschlossen, Selbstzeigattacke gesetzestreu. Echt hässliches Wetter hier. Gut, eine könnten wir noch machen. €7.050, sehr schön. Mac and Cheese. Ja, gerade schon. Ah, das ist hier. Oder nicht? Das war doch der Parkplatz, wo... Ja, das war hier. Wo der Perales uns abgesetzt hat. Mit seinem Fluggerät. Wo bin ich jetzt hier wieder reingeraten? Ist immer mies, dass es immer so aussieht, als ob man da rein kann. Und dann doch nicht. Oder vielleicht doch. Mal schauen. Vielleicht kommen wir da doch hinein. Ja, von oben. Ohne Strom. Schon wieder ohne Strom. Weird. Wahrscheinlich soll man hier auch wieder nicht sein. Oder erst später. Die Tür lässt sich auch nicht öffnen. Wahrscheinlich soll man hier wirklich später sein. Obwohl. Nee. Ist noch weiter vorne. Lava Psycho, bitte. Vielleicht muss ich gar nichts machen. Ich glaube, das war's. Boah, ne, soll ich nicht eine Selbstzeigattacke sein? Was ist bloß ein Verbrechen? Hm.
Auch gut. Shop Owner Guns Down 2. Geht nicht. 5, 7er. 7er FF. 5, 5, FFFF. Perfekt. Lass mal sehen. Wieder ein Gespräch zwischen Carlos Rubio und Tim Kelly. Der Typ heißt Juden Knight, richtig? Genau. Und was sollen wir mit ihm machen? Ihn vermöbeln? Nein, ich bevorzuge eine etwas permanentere Lösung. Alles klar. Der Ficker will meine Rolle. Meine Rolle! Okay, keine Sorge, Tim. Deine Karriere ist vorbei. Ich würde das noch nicht mal als Karriere bezeichnen. Jude Knight ist ein vollkommen überbewerteter, grottiger Schauspieler. Okay, Tim, eine Frage noch. Ja? Würdest du mein Bushido-Ex-Poster signieren? Kein Problem. Danke, Jude. Mein Kind liebt dich. Wir geben dir einen Rabatt auf diesen Knight-Typen. Nee, schon gut, ich hab die Edis. Wie du willst, Jude. Ja, wahrscheinlich irgendeiner von diesen Leuten hier. Schon abgeschlossen. So, ne, das waren die beiden Psychos-Attacken. Ach, schade. Ich muss gleich trotzdem wieder reinschauen in die Autos. Hoffen, dass dann doch irgendwann mal vielleicht was drin ist. Echt spannend, diese Gegend hier. Unten ist doch bestimmt irgendwas. Und warum sollte man hier runtergehen können? Scavengers. Geronimo! Sind zwar Kisten, aber die kann man nicht looten. Schade. Naja. Dann doch nicht. No busques problemas. Sé el problema. Si buscas uno, encontrarás un Vargas. Shisha Bar. Es geschrieben ist Shisha Bar. Dynalar. Spannend, spannend. Auch wieder so verdächtig hier aus. Ist einfach ein Geschütz oben drin. Echt ein bisschen so, dass wie cool das hochwertigere Viertel alte Weapons. Okay. Hi, na? Any specific weapons you'd recommend? Handguns, pistols specifically, sleek, elegant. Compact too, so you don't look like some gang goon compensating for a small package.
Okay, lass mal schauen. We've got a wide range, but I always recommend the Militech Classics. Dann zeig mal hier. Zuerst mal verkaufen wir wieder ein paar Sachen, die uns gehören. Ja, das ganze Zeug hier auseinandernehmen. I don't know, ob das wirklich so viel bringt. Level 4. Level 3. Eigentlich nur goldige Waffen behalten. Weil mittlerweile sind wir ja wirklich in dieser Range drinnen. Obwohl ich hier eine Waffe habe, die eigentlich Kategorie 4 plus ist. Haben wir noch eine andere, die gleich ist? Obwohl ich muss das eher wohl wieder offscreen machen, weil das braucht zu viel Zeit, wenn ich jetzt hier alles wieder vergleichen möchte. ...403 Schaden. Bei der Schrotflinte. 457. Ja gut, ich mach das offscreen. Wir haben fast 1 Million. Holy shit. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich räume hier noch ein paar Dinge auf, verkaufe ein paar Sachen, upgrade Waffen und so weiter. Von daher sehen wir uns gleich beim nächsten Mal wieder. Bei der nächsten Folge. Haut rein, Jooms. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.